Keine Nische, in die nicht noch ein neues Auto passt. Der Audi A7 schlüpft ganz genau in die Lücke zwischen A6 und A8. Besonders reizvoll der Dreiklang aus Fahrdynamik, Form und Funktionalität. Dieses Coupé ist nicht nur was für Audi-Liebhaber. Stuttgart, aufgepasst, die ruhigen Zeiten für den CLS sind vorbei. Mit 4,97 Meter Länge und fast 2 Metern Breite definiert die 1,42 Meter flache Fließheckflunder Luxus auch über die Größe. Schon die Typenbezeichnung verrät, der A8 ist nicht weit. Wer einsteigt, kann die Nähe dann auch spüren. In der Dieselversion bedeutet das 3 Liter TDI mit 245 PS, aber gerade mal 6 Litern Verbrauch. Der sparsamste Sechszylinder-Diesel der Welt. Den neuen Audi A7 gibt es nicht nur mit sparsamen Diesel, sondern auch mit kräftigen Benzinmotoren. Wir sitzen hier gerade im 3 Liter V6 und wenn man hier mal so richtig Gas gibt, dann dauert es zwar einen kurzen Augenblick, aber kurz darauf feuert der Kompressor nicht nur 440 Newtonmeter Richtung Kurbelwelle, sondern auch 300 PS Richtung Allradantrieb. Doch der zeigt sich davon relativ unbeeindruckt, denn schließlich hat er noch eine sehr feinfühlige Lenkung und richtig standfeste Bremsen in der Hinterhand. Und die sorgen dafür, dass die Fahrt im A7 nicht nur sehr sicher, sondern auch sehr schnell sein kann, was richtig viel Spaß macht. In diesem Audi geht es aber nicht nur um Fahrdynamik, sondern auch zu einem wesentlichen Teil um Genuss. Die Armaturenlandschaft schmeichelt Auge und Fingerkuppen mit stilsicherer Materialauswahl und lupenreinem Finish. Anstelle des klobigen Monitors auf dem Armaturenträger hätte man sich allerdings eine elegantere Lösung gewünscht, zumal der makellose Look überall sonst so wichtig war. Rahmenlose Seitenscheiben betonen den mondänen Charakter. Aber bei aller Pracht kommt auch der Sinn fürs Praktische nicht unter die Räder. Seinen Mitbewerbern Mercedes CLS, Jaguar XF und Co. hat der A7 serienmäßigen Allradantrieb, eine große elektrische weit öffnende Heckklappe und maximal 1390 Liter Kofferraumvolumen voraus. In dieser Limousine steckt also nicht nur viel Coupé, sondern auch ein bisschen Kombi. Hätte man bei so viel Schönheit gar nicht erwartet, den Preis dann aber schon. Rund 52.000 Euro kostet die Basis des A7.